Willkommen zurück zu einer neuen Folge Valheim, liebe Leute. Wir sind wieder auf dem Weg zu unserer Teergrube, wie in der vergangenen Folge aufgehört. Ich bin jetzt nur zurückgelaufen zum... Schlafen und bin jetzt sofort wieder auf dem Weg zu dieser Grube. Ich habe mich nämlich ein kleines bisschen schlau gemacht, wie man an die Sachen, an den Teer rankommt, weil ich mir noch dachte, das kann ja nicht sein. Ich meine, die lassen da ja keine Teerbrocken drin in dieser... Hab ich nicht gesehen, gehört, Alter. Das war aber... Hui. Die da hinten habe ich gesehen. Die habe ich nur gehört. An dieser Teergrube, die lassen da ja nicht einfach den Kram so da drin liegen. Und zwar gab es da einen coolen Tipp, dass man das Teer einfach ablaufen lässt. Und oh, Alter, bin ich immer erschrocken. Möwe. Erschreckt mich nicht so. So. Und zwar... Läuft das wohl raus, wenn wir hier mit der Spitzhacke einfach einen kleinen Graben ziehen? So. Und dann läuft das raus. Das ist mal der Plan. Frage ist bloß, wo bauen wir das Ding hin? Hier geht's doch buckel runter. Bin ich sehr gespannt, ob das so funktioniert. An der Stelle wie immer, vielen lieben Dank für eure ganzen Kommentare und Daumen in den vergangenen Folgen. Wie immer gehe ich natürlich drauf ein, wenn ihr, wenn ich dann hier die Aufnahmesession beendet habe. Guck mal, das funktioniert tatsächlich. Lauf ab. Ist natürlich ganz geschickt hier. Erstmal einen Graben schlagen. Scheint zu funktionieren. Es läuft tatsächlich ab. Und es wird weniger, tatsächlich. Es wird weniger, Leute. Ich bin ja fasziniert. Wenn wir hier so rüber bauen. Jetzt kannst du doch theoretisch hier langlaufen. Jetzt hör doch auf. Doch weniger, oder bin ich blöd? Steckt im Teer fest. Hier? Nein. So. Okay, ich glaube, da muss ich mich mal ein bisschen mit... Aber das sieht so aus, als würde es ablaufen tatsächlich, Leute. Dann wisst ihr bloß, dass das hier noch tiefer wird, oder? Okay. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so funktioniert. Ich habe es gelesen.
Und dachte mir, okay, man kann es ja ausprobieren, warum nicht? Muss man bloß sehen, wo es hinläuft, ne? Ich meine, so läuft's ja. Da müssen wir noch ein Stückchen tiefer. Komm, hau ich klopp den Stein weg. Das doch hier normalerweise dann so runterlaufen. Wenn dieses Spiel der Schwerkraft folgt. Oh. Wo kommt ihr denn jetzt her und was wollt ihr hier? Leute. Wo ist denn hier ein Stein? Da vorne ist ein Stein. Da gehen wir jetzt einfach hoch. Und du schaffst es, Johnny. Keine Angst. Oh, Alter. Alles klar? Alles cool. So. Herr Berserker. Du bist als erstes drauf jetzt. Ja, da hilft dir auch kein Rumgeschrei. Alter, baut dir mal den Stein da auseinander. So, das war's für dich. Noch einer. Ja, und die drei, die dann noch kommen. Och nee. Och nee. Und der Plop, wo kommt der jetzt her? Iggy, dich habe ich nicht gefragt. Ah, okay, ich kann aber blockieren. Das ist gut. Na, komm her. Jetzt zu dir. Jetzt habe ich dich. Alter, Leute. Was ist hier los? Oh, Junge. Düster Blob-Trophäe. Na, guck hin.
hier gibt's noch was. Wow, Leute, was da jetzt schon wieder Action drin war. So, erstmal sammeln. Da sind Todeskitos. Ich eigentlich mit dem Bogen erledigen, ne? Nummer uno. Kamen die jetzt auf einmal alle her? Haben wir die getriggert? Oder? Guck mal, Leute. Es geht tatsächlich. Wir müssen hier tatsächlich weiter graben, dann funktioniert es. So. Okay, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gucken uns das Dorf an. Steht tatsächlich noch so ein Berserker-Typ. Stein wäre da hinten oder hier. Warte mal, komme ich hier so auf den Stein hoch? Natürlich am allerbesten gleich, ne? Ja, komme ich. Das war richtig gut. Ausdauer. Bin ich aber mal. Da? Wer wird denn da gleich schießen? Boah, Alter! Klar, müssen gleich drei Schamanen sein. Reicht nicht einer. Treffe ich den nicht? Okay, die müssen wir, glaube ich, so machen. Es hilft nichts, aber diesen. Das müsste jetzt dann gleich umfallen, ne? Jetzt. Okay, bleiben noch die drei Schamanen. Mache Uno. Die so ungeschützt sind, ist gleich am besten. Ja. So, bleiben noch zwei. Einer. Okay. Sehr schön. So, erstmal alles einsammeln, was wir hier haben. Brauchen wir ja alles. Okay. Oh, das. Da vorne sind schon wieder Plops. Da ist ein Todeskito. Okay, okay, okay. Nur keine Hektik. Gehen wir erstmal gucken, was es hier so alles gab. Da vorne stehen Lochse. Und hier haben wir eine Truhe. Nehmen wir alles mit. Wo ist denn jetzt wieder Action? Da ist noch eine Truhe. Okay, da kommt noch so ein Boy. Sagt er. Überladen sind wir. Hey, überladen. Was haben wir denn jetzt wieder alles dabei? Das brauchen wir nicht. Die Knochen brauchen wir nicht. Den Fisch lässt du hier. Das lässt du hier. Das lässt du hier.
passt. Gut, aber hier gibt's nicht mehr, ne? Was ist hier noch? Gar nicht so blöd, ne? Jetzt hier alles freigemacht für uns? Das wäre natürlich mega gut. Die haben sich hier echt schön eingerichtet. Da ist noch eine Kiste. Das erste noch mit drin, ne? Du trägst so viel. Natürlich. Dann lass die mal hier. 470. Was wiegt denn da so viel? Das ist Metall. Mal ganz ehrlich, dieses Met habe ich noch nicht so ganz verstanden, den Sinn, ne? Erschließt sich mir noch nicht so. Muss hier tatsächlich, wir müssen zurück erst, Leute. Es hilft nichts, wir müssen mal zurück, müssen abladen. So, dann können wir aber das Dorf wenigstens mal markieren. Wie hat man das markiert? So. Und das können wir auch gleich aus-X'en. Hier waren wir... Oh, natürlich. Dorf. Zack, so. Das haben wir auch. Und es ist schon wieder 16 Uhr. Also, dann lasst uns zurückgehen. Alter, was es hier alles gibt. Was es hier alles gibt. Beziehungsweise, lasst uns mal gucken, dass... Ja, wir haben keinen Platz, ne? Aber das läuft tatsächlich ab. Guckt mal, Leute. Das läuft allen Ernstes ab. Das ist richtig gut. Musst halt immer nur tief genug. Das ist richtig gut. Da kommt man das Lochsfällen, Lochsfleisch. Ja, da bleibe ich dran. Das müssen wir noch so weit bringen, dass es hier komplett abläuft. Das war ein richtig guter Tipp. Sehr schön. So. Gottes Willen, war da jetzt wieder Action drin. Also die Ebenen sind nicht ohne. Ja, irgendeiner von euch hat ja mal gesagt gehabt, die Ebenen sind sein Lieblingsbiom. Ah, weiß ich nicht. Ich bin immer noch ein Freund von dem Spawnpunkt. Da ist schön gemütlich, da ist schön friedlich. So. Weg brauchen wir hier rüber auf jeden Fall noch. Also da muss ich mal wieder so eine kleine Baurunde einlegen, glaube ich. Das hier auch ein bisschen schön haben. Hier unten muss ja auch noch zugemacht werden. So. Nach unserem Loks gucken wir in der nächsten Folge dann, würde ich sagen. Oder später vielleicht mal noch. Ein bisschen Zeit haben wir ja sogar noch. Aber wir müssen jetzt erstmal ein kleines bisschen entladen. Und ein bisschen runterkommen. Junge, was hier los war. So, da haben wir auf jeden Fall das Schwarzmetall. Hier haben wir noch Lochsfleisch. Die Gerste können wir gleich noch setzen. Geld kann hier rüber. Teer. Ah, ich würde fast sagen, den ganzen Kram nehmen wir gleich mal mit rüber. Wartet mal. Achso, wenn ich das jetzt wieder ablege, können wir jetzt gar nicht mehr bewegen, ne? Ah, doch, geht. Das war's schon. Aber erntereif? Oh doch, die ist schon erntereif, Leute. Der Flachs aber noch nicht. Dann warten wir, bis alles zusammen erntereif ist. So. Dann gib mal das Metall rüber. Und das kannst du noch mit rüber geben. Das lassen wir hier. Da können wir uns noch ein paar neue Pfeile bauen. Das nehmen wir mit rüber. Läuft. Sehr schön. Also, Teer haben wir jetzt. Da müssen wir in Ruhe mal schauen, was wir damit noch bauen können. Unseren Wölfen geht's gut. Achtung, Wolf, ich bin überladen. Lass mich mal vorbei, bitte. Danke. Hallo. Ist schlecht, wenn die hier drin rumlatschen. Ich kann nicht springen. Beweg dich mal weg. Danke. Jetzt reicht es nicht mehr bis zu der Kiste. Es reicht nicht mehr. Ich sehe es.
Dann machen wir es eben so. Gut, also dann können wir erstmal das Schwarzmetall, weil da können wir uns natürlich dann auch noch Sachen. Erbauen. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir hier. Hier liegt mir noch Holz drin. Wenn wir dann hier, wenn der Flachs geerntet ist und die Gerste, was dann natürlich an neues Bufffood und so weiter dazukommt. So, was ich auch noch ausprobieren möchte, ist dann eben, wie gesagt, das mit dem Eisen. Ach Gott, wir haben hier auch nochmal richtig viel Schwarzmetall. Guckt mal, das wusste ich gar nicht mehr. Das kommt hier rein, das Loxfleisch packst du dann darüber. Da können wir uns gleich, nee, das lassen wir drin, da können wir uns gleich was Schickes bauen. So, Loxpelz hier rüber, den Teer packen wir mal hier rüber, unseren Helm, achso, den haben wir nicht auf, weil, verstehe. Da haben wir Geld. Das und das lassen wir hier. So, Loxfleisch kommt hier rüber. Wunderbar. Dann einmal unsere Sachen reparieren. Sehr schön. Und was wollte ich? Ich wollte noch ein paar Pfeile machen. Was brauche ich denn für diese Nadelpfeile? Ich kann ja hier auch einen Loxumhang machen jetzt schon, ne? Oder? Loxumhang, da brauchen wir 6 Loxleder, 2 Silber, das sollten wir. Aber wir haben noch nicht so viel Loxleder. So, und dann kam auch, fällt mir eben gerade ein. Die Harpune müssen wir uns auf jeden Fall bauen, bevor wir mit dem Boot losziehen, was auf jeden Fall noch auf der Agenda steht. Und dann hattet ihr gesagt, ist hier dieses, warte mal, Nadelpfeil. Da brauchen wir Nadeln und Federn. Ja, also kommen hier damit. Na, dann machen wir erstmal noch ein paar. Wunderbar. Dann hattet ihr gesagt, wartet mal, wo waren dieses verlumpte Hosen, Pelz, das müssen wir alles noch bauen, dann machen wir mal eine Sonderfolge. Trolllederumhang war es nicht. Ne, diese Abyss-Klinge. Das war aber dann noch was anderes. Ah, wie hieß denn das? Da habt ihr gesagt gehabt, das wäre recht gut. Also wenn ich es jetzt nicht verwechsel, aber ich meine, das war so. Was für die Ebenen am besten wäre. Da habt ihr gesagt, der Frostner. War das diese Klinge oder war das nicht? Warte mal, oder war das vorne bei der Geschichte hier? Ah ne, dieses Eisenart, oder war das das? Ich muss nochmal nachlesen, Leute. Was ihr da geschrieben hattet. Das könnten wir durchaus mal ausprobieren. Dass wir das alles haben, wobei ich ja glaube, dass wenn wir jetzt hier den Flachs und so weiter ernten, da haben wir alles, ja. Dass wir dann neue Sachen bekommen. Das ist das, wo ich ein bisschen drauf aus bin. Jetzt muss ich aber nochmal schauen, wegen den ganzen Tränken. Das würde mich jetzt hier. Metmischung. Sehr gesund. Gesundheit über Zeit. Gesundheit 75. Metmischung gesund. Da kriegt man auch wieder Gesundheit über Zeit. Geringer Ausdauermet. Mittlerer Ausdauermet. Köstlicher Met. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also ich glaube, wir werden uns hier an diesem sehr gesund festhalten. Aber da muss ich erstmal wieder so ein bisschen Wolfsspieß war natürlich auch gut. Da muss ich aber erstmal wieder ein kleines bisschen farmen gehen, so zwischen den Folgen. So, wollte ich jetzt noch irgendwas? Ich wollte mir, Wolf, du stehst im Weg. Wartet mal, wir nehmen uns jetzt mal den Hammer noch. Zum Ende der Folge und gucken mal, was wir da jetzt alles noch freigeschaltet haben. Schindeldach 45 Grad, das sieht bestimmt auch nice aus. Oh ja, oh ja. Dann haben wir Dunkelholz. Dunkelholzbalken. Brauchen wir Holz und Teer. Stallwand würde ich auch gerne mal ausprobieren. Hier dieser Badezuber, das bauen wir alles drüben, Leute. Also alles, was wir hier so sehen, bauen wir drüben in unserer neuen Hütte, ne? Was heißt neue Hütte, sondern
Ihr wisst, was ich meine. Nicht die neue Hütte, sondern unser, in Anführungszeichen, Ferienhaus. Das ist so der Plan. So, jetzt sind wir erstmal wieder hier. Und jetzt würde ich vielleicht gerne zum Ende der Folge nochmal schauen. Plugs aufheben. Ach, das ist, weil wir das schon hatten. Haben wir die Rezepte nicht mehr, ne? So. Beziehungsweise haben wir die Rezepte ja schon freigeschalten. So, Gerste aufheben. Und dann pflanzen wir die gleich nochmal. So, und mit Flachs. Wartet mal. Können wir ja mal schauen. Herstellung. Können wir da das hier? Das wird wahrscheinlich das brauchen, ne? Das Spinnrad. Das werden wir wahrscheinlich brauchen, um den Flachs zu verarbeiten. Könnte ich mir vorstellen. Aber das bringt nichts. Wir müssen jetzt erstmal da noch. Pass auf, wir gehen schlafen. Dann bauen wir unseren Kram nochmal an. Und dann würde ich sagen, nächste Folge gucken wir zuallererst, dass wir vielleicht die Sachen gebaut kriegen. Also sprich die Mühle plus diese Spindel. Und damit dann vielleicht, also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wir damit dann vielleicht auch die neue Rüstung und sowas freischalten können. So. Das ist mal so der grobe Plan. Flachs. Flachs bauen wir schön hier hin. Ja, das war's schon. Die Gerste setzen wir weiterhin hier hin. Ich hoffe bloß, dass die dann auch weit genug auseinander sitzen. Ansonsten, natürlich, wenn wir hier zu wenig Platz haben, müssen wir dann auch nochmal irgendwo anders einen größeren Garten machen. Kam nämlich auch der Vorschlag, bau am Rand der Ebenen, um da dann eben den Garten anzulegen, ne? Auch keine blöde Idee eigentlich. Steht hier ja nichts, dann können wir hier auch noch zubauen. Ich will halt hier noch ein bisschen Platz für den Flachs lassen. Ja. In Ordnung, das sollte erstmal reichen. Wie viele Gerste haben wir jetzt noch? Eine. Na komm, die eine können wir jetzt auch noch pflanzen. So, und dann gehen wir rüber und gucken mal, was wir eigentlich an Material brauchen. Aber dann gehen wir rüber in die nächste Folge, würde ich vorschlagen. Und dann machen wir in der nächsten Folge, bauen wir dann erstmal. Da bauen wir die Mühle, dann bauen wir das Spinnrad. Ich suche bis dahin mal alles zusammen, was wir dafür brauchen. Für das Spinnrad brauchen wir Eisennägel, Lederreste. Ah, wir brauchen so einen Handwerkstisch. Dann werden wir das Spinnrad, glaube ich, hier hinbauen. Und für die Windmühle brauchen wir Steinholz. Da brauchen wir auch so einen Handwerkstisch. Oder... Nee, wir bauen das anders, Leute. Wir machen, beziehungsweise, wir haben das Material drüben. Dann bauen wir eben, auch Jungs, es nervt mich ein bisschen, dass ihr müsst unbedingt ein eigenes Gehege kriegen da draußen. Das ist so nix. Dann nehmen wir diese Bank mit rüber. Ja, so machen wir das. Wir nehmen die mit rüber und bauen drüben dann nächste Folge aus. Da können wir auch gleich das Haus noch ein kleines bisschen mit fertig bauen. Und, dann haben wir das alles in einem Zug weg. So machen wir das. Dann darf ich mich bei euch bedanken fürs Einschalten. Wie immer, denkt an den Daumen. Vielen lieben Dank dafür vorab. Ich freue mich auf eure Kommentare und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge Valheim dann auch wieder mit einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.